Jobelli, wie geht es euch? Lou hier wieder am Start für euch. Hoffentlich gut. Bei mir, dank dem Herrn, alles bestens, wie ihr wisst. Gibt mir hier wieder die Möglichkeit, euch etwas vorzustellen, was Tolles. Und zwar spreche ich hier von einem günstigen Duft, okay, ein richtiger Cheapie. Und mehr als das kann ich nicht sagen. Der hat es auf jeden Fall verdient, vorgestellt zu werden. Ich habe in der Vergangenheit auch schon den Vanille-Sexy vorgestellt. Und das ist von Ulrich de Varens, okay. Das hier ist der Mini Sexy. Toller Duft, ja. Also ich spreche nicht von Nischenduft oder hochklassige Parfüms. Das ist ein Cheapie, definitiv ein günstiger und aber auf jeden Fall erwähnenswert, definitiv. Ich finde ihn toll und ja, die Haltbarkeit hier ist 3 bis 4 Stunden auf eurer Haut, definitiv. Projektion sehr toll. Die unwiderstehliche Ulrich de Varens DNA ist hier drin, das sind meistens alle Düften da mit drin ist. Und der ist wirklich wiedererkennungswert 1000%, okay? Der hat 30% vom Angel, vom Makler und zu 70% ähnelt der auf jeden Fall der Lolita Lempicka, okay, diesen Duft. Ihr habt hier ein bisschen aus beiden, ja, also wenn ihr diese Duftrichtung mögt, wie Angel oder Lolita Lempicka, dann seid ihr hier auf jeden Fall bestens bedient. Der ist süß, der ist blumig, okay? Und das ist kein langanhaltender Duft, aber Leute, was wollt ihr für den Preis? Unschlagbarer Preis, ihr bezahlt hier für 3 Euro, erhaltet ihr 25 Milliliter Bottle, die vor allem auch noch überall passt, in jeder Handtasche, so richtig schön klein gehalten und auch noch Unisex-Duft, auch noch sehr toll, ja. Und auf jeden Fall von meiner Seite aus nimmt ihn als Alltagsduft, okay? Wenn ihr so mal vielleicht unter dem Tag über fortgeht oder im Büro seid oder oder nach dem Sport passt es sich auch super an, ja, oder auf der Arbeit. Toller Unisex-Duft von Ulrich de Varens auf jeden Fall, solltet ihr wissen. Sommer, Frühling und Herbstduft. Für die Winterzeit hält er leider nicht lange aus. Aber für, wie gesagt, der Preis ist unschlagbar. Wenn ihr im Winter ihn mal testen wollt, dann guckt, dass ihr die Bottle auf jeden Fall immer mit euch mitnimmt. Definitiv. Das solltet ihr auf jeden Fall. Und ja, lasst mich zu den Ingredienzen hier kommen. Bergamotte ist drin, blumische Noten sind hier mit drin, Iris ist sogar mit drin, macht es schon ein bisschen weich, ja. Und dann Lakritz ist hier mit drin, Vanille und Waldmeister in der Basis. Leute, gut auserwählte Ingredienzen, die wirklich sehr sich anlehnen an dem Angel, sag mal so zu 30% und 70% zum 0 Liter Lempicka, diesen Eau de Parfum von 1997. Das war's schon von mir. Bin schon am Ende angekommen. Gebt mir Bescheid, was ihr davon haltet. Ich wollte auf jeden Fall euch dazu was noch sagen. Finde es auf jeden Fall erwähnenswert, diesen Duft, obwohl es ein mega cheapie ist, bekommt man in jeder Drogerie. Und ich finde ihn toll. Das war's von mir. Wünsche euch auf jeden Fall Gottes Segen. Schaut beim nächsten Video wieder rein und bleibt mir gesund. Ciao, Belli.